So, Freunde, was geht? Battlefield 1. Gestern kam das Apokalypse-DLC raus und damit auch eine Menge Probleme. Darum soll es zwar jetzt in diesem Video eigentlich nicht gehen, ich schneide es trotzdem kurz an. Einfach nur, damit ihr Bescheid wisst, weil offiziell kommuniziert wurde das Ganze bis jetzt nicht. Warum das so ist, hat man eigentlich nur mitbekommen, wenn man den DICE-Entwicklern direkt folgt oder halt auf Reddit oder so, wenn man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt. Aber alle anderen wissen wahrscheinlich gerade einfach nicht so wirklich, was los ist, außer, dass Battlefield 1 einfach so gar nicht mehr läuft. Es leckt wie Sau, es ruckelt wie Sau und das bei jeder möglichen Aktion, die man ausführt. Wenn man beispielsweise auf den Gegner schießt, 5-mal, dann ruckelt es 5-mal hart rein. Oder wenn man versorgt oder heilt oder Flaggen einnimmt oder sonst irgendwas tut. Das Problem ist auf allen Plattformen vertreten, aber vor allem auf PS4 und Xbox One natürlich am stärksten zu spüren, weil die Konsolen mit Battlefield oder allgemein einfach schon so an ihren Grenzen einfach sind. Beim PC hat man noch ein bisschen mehr Puffer, was das angeht. Warum ist das jetzt so? Das hängt mit den neuen Service Assignments zusammen. Jedes Mal, wenn man einen Punkt macht, einen Gegner anhittet, einen Kill macht, reinheilt, eine Flagge einnimmt oder sonst irgendwas tut, was einem irgendwas gibt, dann gibt es einen heftigen CPU-Spike. Die CPU springt aufs Maximum hoch und dementsprechend gibt es dann einen heftigen Ruckler und das Spiel ruckelt eigentlich bei allem, was man tut und es ist nahezu eigentlich unspielbar. Das ist momentan das Hauptproblem, was mit dem Patch ins Spiel gekommen ist. Es gibt noch ganz viele andere Probleme, von denen ich jetzt wirklich erst recht nicht anfangen möchte. Heftige Lag-Probleme, man kann bei Waffen keine Aufsätze mehr rauf machen, man kann mit Waffen nicht mehr rein. Da ist alles verschoben, also wirklich ganz, ganz schlimm. Normalerweise würde ich mir jetzt die ganzen Waffen freischalten und die spielen und geile Videos dazu machen, aber da muss ich jetzt an der Stelle auch ganz ehrlich und ganz klar sagen, nur damit ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert, hey, was ist denn jetzt mit den neuen Waffen, spiele ich nochmal und so. Ich warte, bis das Ganze gefixt ist, bis man das Spiel wieder vernünftig spielen kann, weil so momentan macht es halt einfach absolut keinen Sinn. Es geht nicht klar, man kann das Spiel so momentan nicht spielen. Ich weiß, dass auch nicht jeder unbedingt jetzt so schlimme Probleme hat, ist es bei jedem unterschiedlich, aber ich denke, ihr könnt ganz gut nachvollziehen, warum ich damit jetzt lieber noch warte, bis das gefixt ist. Nur damit ihr Bescheid wisst, Leute, und euch nicht wundert. In diesem Video soll es jetzt auch gar nicht darum gehen, ich wollte euch nur kurz aufklären, weil ja, einer muss es ja machen an der Stelle. Damit das Video jetzt hier noch ein bisschen sinnvollen Inhalt bietet, zeige ich euch, wie man die neue versteckte geheime Nahkampfwaffe freischaltet. Die zerbrochene Flasche, die kaputte Flasche, die ist nämlich nirgendwo aufgelistet, in keinen Aufgaben oder so. Das ist wirklich versteckt, aber was nicht versteckt ist, sind Weinflaschen, die auf allen neuen Maps platziert sind. Die stehen da überall so rum. Die kann man aufheben und wenn man damit auf einen Gegner einprügelt, dann ist das ein One-Hit-Kill. Allerdings geht die Flasche danach auch kaputt und spawnt auch nicht wieder. Man kann die nur einmal pro Runde aufheben, dann ist die weg. Wenn man mit diesen Weinflaschen insgesamt 5 Kills macht, dann bekommt man die neue versteckte Nahkampfwaffe, die zerbrochene Weinflasche. So viel dazu. Mit dem Apokalypse-DLC ist noch was Neues mit ins Spiel gekommen, was nirgendwo großartig, sage ich mal, angekündigt wurde, und zwar eine neue Granate. Die improvisierte Granate. Nimm, was du hast und mach das Beste daraus. Ja, das Beste wurde jetzt hier draus nicht unbedingt gemacht, denn die improvisierte Granate ist nichts Neues. Also, sie sieht ein bisschen anders aus. Aber es ist das Gleiche wie eine ganz normale Splittergranate. Sie machen den gleichen Schaden, sie explodieren gleich schnell. Es ist einfach, ja, da gibt es keinen Unterschied. Sie heißt nur anders und sieht nur anders aus. Ja, ich wollte jetzt nicht nur kurz über die aktuellen Battlefield 1 Probleme berichten, deswegen habe ich die Flasche und hier die neue Granate noch mit reingenommen. Freunde, so viel dazu. Ich hoffe, die ganzen Probleme werden so bald wie möglich gefixt, weil momentan geht es halt einfach wirklich gar nicht klar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, freue ich mich selber einen Daumen nach oben. Ballert den Like-Button. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.